So, fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen auf einer ganz besonderen Folge auf meinem Kanal. Denn die Wintersonnenwende steht uns im Iran bevor. Unser alljährlich geliebtes, gefeiertes Shab-e Yalda. Richtig. Zu diesem Anlass auch dieses Video. Shab-e Yalda ist eines der 4 altpersischen Feste, die im indo-iranischen Kulturkreis jedes Jahr vom 21. auf den 22. Dezember gefeiert werden. Shab-e Yalda gehört fest zur iranischen Tradition. In dieser Nacht treffen sich Freunde und Familie. Es ist die Nacht der Wintersonnenwende und gleichzeitig die Nacht der Geburt des Sonnengottes Mitra. Mitra symbolisiert das Licht, das Gute und die Kraft. Daher bedeutet Yalda die Geburt. Nacht der Geburt. Shab-e Yalda ist ein Fest der Freude. In dieser längsten Nacht des Jahres haben sich Freunde und Familie versammelt, unter einem Kursi gechillt. Kursi ist ein niedriger Tisch, darunter eine Schüssel oder eine Kuhle mit glühenden Kohlen, wo man sich die Füße, also nicht auf den Kohlen, aufwärmen konnte. Darüber war eine dicke, fette Decke gelegt. Darunter konnte man schlüpfen, damit es einem warm wird. Es ist ja schließlich Winter, ne? Und da man früher der Überzeugung war, dass in dieser Nacht die dunklen, bösen Dämonen und Mächte am stärksten waren, hat man sich gemeinsam versammelt, um sich vor diesen dunklen Mächten zu schützen. Und essen und trinken und feiern, was das Zeug. Und daher wurde auch ein Feuer entfacht, das heute noch Bestandteil der Feierlichkeit ist und als Symbol dafür dient, dass das Licht über die Dunkelheit gesiegt hat. Der Glaube besagt, dass Mitra, also der Sonnengott, aus dem Licht, das aus dem Arbolsgebirge herunterstrahlte, geboren wurde. Und die alten Iraner haben sich in einer Höhle entlang des Gebirges versammelt, um den Sonnenaufgang mitzuerleben. Kommen wir nun zu den Bräuchen in dieser Nacht. 2 ganz besonders wichtige Bräuche, auf die man auf gar keinen Fall verzichten sollte. Besser gesagt, verzichten darf. Erstens, zu essen. Auch wichtig, was man isst. Ganz viel Trockenobst, Nüsse. Aber hauptsächlich sind 3 Früchte sehr, sehr wichtig. Einmal die Wassermelone, Granatäpfel und rote Trauben. Im Herbst reifen, die man auch aufbewahrt, bis zum Shab-e Yalda. Alle 3 Früchte sind rot. Die rote Farbe dieser Früchte ist ganz besonders wichtig, denn die rote Farbe symbolisiert die Morgenröte, also die Röte der Sonne und das Glühen des Lebens. Für Feuer, für die glühende Sonne und soll somit den ganzen Winter über Gesundheit schenken. Jeder, der diese Frucht isst zu der Zeit, wird die Wintermonate gesund überstehen. Es ist eine sehr schöne Nacht. Da die längste Nacht des Jahres auch eine tragende Rolle in der persischen Poesie spielt, wird diese Nacht auch die Nacht der Verliebten genannt. Ist das nicht schön? Ja, ja. Ein weiterer Brauch, es ist nicht nur Brauch, es ist Pflicht in dieser Nacht, aus dem Divan von dem guten Herrn Hafez hier vorzulesen. Es ist so eine Art Orakelbefragung. Man wünscht sich was oder fragt was, schlägt eine Seite auf oder blättert so lange, bis man Stopp sagt. Dann wird vorgelesen, interpretiert und so kriegt man quasi die Antwort auf seinen Wunsch, auf seine Frage. Etc. pp. Dir wird dein Weg gewiesen. Macht riesen Spaß. Vor allem ist die Interpretation meist sehr lustig, wenn viele in der Runde sitzen, die keine Ahnung haben. So, genug Kulturkunde hier auf meinem Kanal. Ich wollte euch ein paar Infos mitgeben als Background-Information, bevor hier auf meinem Kanal mein Yalda-Special losgeht. Es gibt jeden Tag ein super tolles Video mit dem Hauptthema Granatapfel. Also seid gespannt, macht es nach, genießt die letzten Vorweihnachtstage, genießt eure Weihnachtstage und für all die, die Lust haben, Shab-e Yalda zu feiern, am 21. Dezember ist es dann soweit. Für die, die es sowieso feiern, viel Spaß, genießt es und bis dahin.